Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Er ist beschäftigt. Und da ist eine Glaskugel und wir haben eine andere. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Probier's mal aus. Der hat ja eh noch ein bisschen was zu tun. Muss ja erstmal das Eichhörnchen finden. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Oh ja. Oh ja, possierliche kleine Nager. Aber dennoch wehrhaft. Sie können dir mit ihren Hauern den Finger abreißen, wenn du nicht vorsichtig bist. Okay, der aber nicht, der schafft das schon. Also, der schafft das natürlich nicht. Wir haben viel zu dicke Finger. So, könntest du mir nochmal die Zukunft vorhersagen, nachdem ich um den Tisch gelaufen bin? Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Nun. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Hokus Pok. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann. Hallo. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? Bestimmt. Oder? War das die Antwort auf meine Frage? Können Sie auch sprechen? Okay, es gehen nur Ja und also Nein Antworten. Also gut. Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Okay. Interessant. Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Werde ich verletzt? Werde ich sterben? Oh. Dann sagen Sie mir. Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Wäre es somit möglich, dass das, Quiz... Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? ...zu machen? Können Sie mir bitte noch ein... Aber gern. Oh. Hokus pokus. Hui. Let's go. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. Ich weiß nicht, wie viele Fragen das jetzt waren. Auf jeden Fall... Ach ja, genau so. Wir können jetzt ja nicht sagen, hey, ist es grün oder blau, sondern wir müssen das jetzt hier... machen. Ist es pink? Ich glaube nicht. Ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Also eines von beiden. Boah, das ist gut. Das hilft mir weiter. aber auf dem Rad ist die Farbe schon. Ich bin gut in sowas. Respekt, Wilbur. Können Sie mir bitte... Aber gern. Oh. Okay. Er ist wieder in... Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. Gut, ich glaube, ich muss da sowieso ein bisschen auf Glück gehen. Ist es grün? Ist es blau? Ist es blau oder rot? Ich nehme mal... Das erste. Ist es grün? Schade. Ist es blau? Toll. Ist es blau oder rot? Jo.
Sorry für die kurze Pause, aber ich denke mal, das schneide ich nicht raus, weil ist so. Ist es blau oder rot? Es ist grün. Ach so. Kommen wir zur nächsten Runde. Nee, es ist rot. Ist es blau? Blau oder gelb, ja, aber er ist jetzt wieder aufgewacht. Das bringt noch nichts. Ach, das... Dann müssen wir das nochmal machen. Können Sie mir bitte... Oh. So, jetzt sind wir ein bisschen risikofreudiger und fragen erstmal nach zwei. Er ist wieder... Rot oder grün? Ist es rot oder grün? Okay. Ist es rot? Ist es rot? Es ist grün, okay. Nächste Runde. Kommen wir zu... Ist es gelb oder rot? Okay, dann... Ist es grün? Habe ich jetzt gerade die erste Farbe schon wieder vergessen? War das gelb? Ich hoffe, es war gelb und jetzt ist es grün. Kommen wir zunächst. Ist es rot oder... Okay. Ach, das macht doch nichts. Mal gucken. Können wir noch... Ich denke mal, das wird noch nicht laufen, weil ich einfach so super bin in... Welche Farbe willst du? Im Merken. Gelb? Es wird ein gelbes... Also gut. Los geht's. Come on, come on, come on. Habe ich's mir gemerkt? Nein. Ah, das war leider... Willst du's doch... Nein. Wie du meinst, du kannst... Ich kann dich auch einfach nochmal fragen, wie es sein wird und mir das dann aufschreiben oder was auch immer. Ja. Hallo. Ja. Ich bräuchte nochmal die Können Zukunft. Sie mir bitte noch ein... Aber oh. Blink. Er ist wieder... So. Ist es rot oder grün? Okay. Ist es rot? Okay, rot. Merken. Kommen wir zur nächsten. Ist es blau oder gelb? Okay. Ist es grün? Rot. Und nochmal rot. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es grün oder blau? Okay, wir versuchen jetzt nochmal mit Rot, Rot, Gelb, wie ich es am Anfang... Ach, das macht doch... Wie es am Anfang war. Können wir... Ja, lauft mal rüber. Welche? Ich will Rot. Es wird ein rotes... Also gut, los geht's. Come on, das wird was. Ja? Das passt. Hervorragend! Du hast richtig getippt! Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Sehr also schön. Weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Ich nehme nochmal rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut. Los geht's. Oh. Treffer. Unfassbar. Zwei Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Nicht genau. Hat es etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Es heißt, dass du nur noch einen Sieg davon entfernt bist, einen Haufen Gold zu gewinnen. Oh, dieser Druck. Welche Farbe willst du? Ich will mal gelb. Und wenn es das ist, dann haben wir genau die gleiche Reihenfolge gehabt wie beim ersten Versuch. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Komm schon. Glück sei mir hold. Alexander hold. Das sieht gut aus. Ich glaube es einfach nicht. Die Chancen dafür stehen. Rund 1 zu 4096? Exakt. Vielleicht kannst du auch in die Zukunft sehen, so wie ich. Bestimmt nicht so gut wie sie. Bekomme ich nun meinen Haufen Gold? Aber sicher, du hast ihn dir verdient. Yes. Vielen Dank.
Wir haben es geschafft. So. Reden wir noch mal kurz mit ihm. Hallo. Wilbur, was? Kann er noch irgendwas sagen? Was sagt er denn dazu? Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Nein, lieber nicht. Du hast den Hauptpreis schon gewonnen. Und bei deinem Glück stehe ich bald in Unterhosen hier. Da könntest dann du recht haben. Dann lassen wir es lieber. Ich gehe dann mal. Jo. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Ja, aber jetzt gehe ich erstmal. So. Da sind wir wieder. Haben wieder Zeug und einen Haufen Gold. Hier kommen wir immer noch nicht her. Dann gehen wir schon mal zu Meister Markus und verkünden ihm die gute Freude, die gute Tat, seinen Lebensunterhalt. Meister Markus? Ja? Nun, einmal... Ich war beim Krämer und habe alle seine Zauberstäbe ausprobiert. Nicht einer hat bei mir funktioniert. Das kann zwei Gründe haben. Entweder war der für dich richtige Stab einfach nicht dabei, oder in dir steckt noch weniger Magie, als ich gedacht habe. Vielleicht hast du es dir nur nicht doll genug gewünscht. Du weißt ja, nur ganz fest dran glauben reicht völlig aus. Ohne Stab kann ich dich zumindest nicht ausbilden. Ich werde schon einen Stab bekommen. Na klar. Genauso wie ich einen Haufen Gold bekommen habe. Ich habe hier einen Haufen Gold für Sie, Meister Markus. Tatsächlich? Erstaunlich. Wen hast du denn überfallen? Ich würde niemals jemanden überfallen. Echte Helden tun so etwas nicht. Und das möchtest du sein? Ein Held? Kein einfacher Job. Aber danke für das Gold. Dieser Spiegel dort. Was hat es damit auf sich? Oh, das ist ein ganz besonderer Spiegel. Es ist ein magischer Spiegel. Ganz toll. Sagt er einem, wer die Schönste im ganzen Land ist? Nein, nichts dergleichen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu einer anderen Welt. Zum Wunderland? Nicht ganz. Es ist ein Tor zum Reich der Toten. Fast. Reich der Toten? Ja, so heißt es. Natürlich weiß das niemand so genau. Kein lebendes Wesen kann durch den Spiegel gehen. Nur Geister sind dazu in der Lage. Und davon gibt es hier nicht viele. Können Sie auch rauskommen? Naja, solange ich den Spiegel habe, ist noch nie jemand rein oder rausgegangen. Hört sich ja vielversprechend an. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Jo, so meine ich das. So, den haben wir schon ausprobiert. Was brauchen wir denn für ein Tintenfässchen? Ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Haben wir hier noch irgendwas? Hier dürfen wir ja nicht ran. Ich würde einiges da... Ja, da dürfen wir nicht ran. Kann uns der Herr Krämer noch was sagen? Hallo, Herr Krämer! Ach, du. Warum ist diese Ratte noch... Also schön. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen, aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Oh. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Nein. Komm. Ich zahle doch nicht für so einen ollen Ring. Da haben Sie Pech gehabt. Guten Tag. Wie du meinst. Haben wir den jetzt... Nee, wir haben den nicht bekommen. Okay, ich dachte Hallo, schon. Hallo, Herr Krämer. Ach, du... Ich... Also... So. Wegen des Rings. Wegen des... Hast du es... Och, geben Sie mir doch bitte den Ring. Bitte! Und wenn dein Leben davon abhinge, ich würde dir den Ring nicht geben. Toll. Ach, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Ja, gleich.
Vielleicht kaufe ich mir noch vorher was. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp. Habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß oder 1,5 Taurenellen. 3/8 Gnomen, wenn du so willst. Aha. Und wie viel Schenkel sind auf dem Ballen? Etwa 1¼ Seefelsruten. Das sind etwa 2,5 Klafter, oder? Das würde reichen. Ja gut. Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen. War ein Bombengeschäft. Na gut, aber ich glaube, ich will erstmal nichts kaufen. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Wir haben ja gleich... War das so? Ich muss weiter. Ich glaube, wir bekommen dann ja 3 Sachen geschenkt oder sowas, wenn wir den Nager anlegen. Aber ich würde sagen, bevor wir uns diesen schönen Ring über diese unsere schönen fetten Finger streifen und dann noch den Trank trinken, damit wir da reinkommen, würde ich sagen, ich mache eine Aufnahmepause und dann werden wir uns nach meinem Urlaub wiedersehen, beziehungsweise ihr werdet das durchgängig natürlich mitbekommen, aber ich werde im Urlaub sein und danach erst wieder aufnehmen. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Euch schöne, erholsame Wochen. Was auch immer. Tschö mit Ö.